Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Gothic. Ja, erstmal erinnert sich noch jemand, wie Redenschwingerschildkröte etwas davon sagte. Ach ja, wir können ja jedes Buch zu jedem Kreis mit den Runen lesen, wenn wir diesen erlernen. Ja, was haben wir mal wieder nicht getan? Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich war von Matt gestört und er brannte ja dafür später auch. So, da unten versammeln sich schon alle. Ja, ich würde sagen, wir tun es jetzt, bevor ich es vergesse. Der zweite Kreis der Magie. Zweiter Kreis. Alle Zauber werden durch die magische Energie des Anwenders ausgelöst. Der Anwender wird als Magier bezeichnet. Jede Aktivierung eines Zaubers kostet den Magier einen Teil seiner Kraft. Diese Kraft wird als Mana bezeichnet. Ja, nichts Neues. Die Zauber des zweiten Kreises sind Heilung. Adanos sah, dass die Menschen starben und dass es der Wille Belias war. Und er sprach, stelle ich mich auch nicht gegen den Willen Belias, gebe ich den Menschen jedoch die Macht der Heilung. Dieser Zauber birgt die Macht, den Magier zu heilen. Ja, und da steht im Prinzip dann, dass der 10 Mana kostet, was aber so nicht unbedingt stimmt, weil je nachdem, was man vorhat, beziehungsweise wie sehr man Schaden erlitten hat, braucht man halt nur, halt man halt pro Mana 10 Punkte Schaden. Hast du noch irgendwas für uns? Ich denke nicht, oder? Wir haben ja schon mal geguckt. Windfaust. Ja, genau, das ist ja auch ein Kreis 2 Zauber, aber zählt ja nicht zur göttlichen Magie, also wird der in dem Runenbuch auch nicht erwähnt. Wobei göttliche Magie und Windfaust wird nicht erwähnt. Ist in Gothic 2 auch wieder anders, da ist alle Runenmagie. Sämtliche Runenmagie, die es hier gibt, gibt es da. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber es ist so gut wie sämtliche Runenmagie wird zufälligerweise, zumindest die Herstellung dieser Runen. In Gothic 2 lernt man ja, entweder man findet die Runen für die Zauber irgendwo, oder wenn man Glück hat, kauft man welche, obwohl ich bin mir gerade nicht sicher, ob es welche zu kaufen gab. Aber die meisten oder die speziellen Sachen, die man braucht oder die man unbedingt haben will, da muss man halt die Herstellung der Rune lernen. Was dazu führt, dass der Feuerorden irgendwie alle Runen herstellen kann, letzten Endes. Weil im Grundspiel gibt es ja zum Beispiel den Wassermagierorden gar nicht. Zumindest nicht richtig. Und ja. Hier ist das alles ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Anrufung an, bevor ich noch mehr Zeit verschwende. Juppdidu. Hallo Novize. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht.
Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Ja, und damit wären wir schon in Kapitel 3. Artefakte uralter Macht. Ja, wir haben eben im Video gesehen, wie Iberion schön weggetragen wurde. Das ist nicht hundertprozentig akkurat. Der Gute liegt hier nämlich rum. Aber wir dürfen leider nicht an sein Inventar. Hallo, Korkelom. Was willst du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Erstmal auf das Wichtigste zu sprechen kommen. Ach, wir nehmen Mana-Trank. Mana-Tränke. Mögen diese Tränke die... Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ist natürlich sehr stilecht, weil... wo der spirituelle Führer dieser Gemeinde auf dem Boden liegt, erstmal nach einer Belohnung für irgendwas zu fragen. Egal, ja, wir haben gemerkt, Kor'angar, der böse schwarze Mann, der hat hier alle zur Raison gebracht mit ein paar Worten. Ja, wir fragen immer, was denn jetzt eigentlich hier so Phase ist. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Alles klar. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Wir können auch mal fragen, wie wir in den Kreis der Templer aufgenommen werden, aber ich denke nicht, dass das gerade angebracht ist. Und wir möchten gar nicht Templer werden. Außerdem sind wir ja Feuermagier, das ist eh viel cooler. So, wir haben einen Ring bekommen. Ist das der Ring der Gewandtheit? Ring der Holzhaut? Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben so. Wenn das der Ring der Holzhaut ist, das ist... das, was uns original gar nicht helfen wird, würde oder sonst irgendwas. Ja. Man muss eben aufpassen, was... Ganz schön ruhig hier mit Mal. Ja, Baal Thailen. Wo ist denn der Komische, der mich hier abtransportieren soll? Bist du das? Nee, du bist ein Templer. Ach, hier. Talas, mal wieder. Würdest du bitte aufhören zu rauchen? Dankeschön. Kor'angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Balukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit.
Ja, du hast dich selber in diese Situation gebracht, Talas. Schlecht für dich. So, wir gehen jetzt mit ihm zum Orkfriedhof. Damit das Spiel bestimmt wieder ganz toll anfängt zu blinken, fällt mir gerade ein. Wenn wir das Höhlensystem betreten. Hoffen wir mal das Beste. Eigentlich können wir auch mal speichern. So. Wir merken, es ist auch keine Musik mehr da. Lester, was hast du denn dazu zu sagen? Wenn wir gerade an dir so vorbeigehen. Ach, gar nicht. Der Schläfer möge dich be... Ah ja. Was die Sache mit dem Schläfer bewirkt, haben wir ja gerade schon gemerkt. Scheint alles nicht so mit rechten Dingen zuzugehen. Aber es war auch sehr schön, wir haben ja diese Feuerschale gesehen, diese riesige aus Stein in der Videosequenz, die zerbarst, als ein Fels von oben runter fiel. Irgendwie Felsen da unten ja jetzt nicht. Naja. Man muss es ja nicht unbedingt kritisieren, dass es nicht 1:1 umgesetzt wird. Also die Sequenz in das in der Welt, wie gesagt, wir haben ja gesehen, Iberion wurde eigentlich weggetragen, ist nicht passiert. Eigentlich müsste da irgendwo Schutt liegen, der liegt da nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist alles verkraftbar. Ach, mir ist noch was, stimmt, ich hab noch was. Was man mal an den weiteren Piranha-Bytes-Spielen lobend erwähnen muss, zumindest an Risen 3. Risen 3 ist das erste Spiel von denen, wo sie ein Magiesystem, also wenn man da wirklich den Magier spielt, wo sie ein Magiesystem... Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Ja, die sind da noch nicht lange drin. Ich war beim Magiesystem von Risen. Also hier haben wir ja, wir können Runen wählen und dann können wir, wenn wir Mana haben, können wir dann Zauber werfen. Bei Risen 3 ist es tatsächlich so, hier drüben sehen wir, glaube ich, Beißer, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist so, es wäre schön, wenn die Beißer zu mir kämen. Dass man da auch als Standard-Nahkampfwaffe dann etwas bekommt, das man nutzen kann, um quasi Magie im Nahkampf zu wirken. Es ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht, vor allem, weil man auch halt so wie hier so Nahkampfkombinationen und Kombo-Möglichkeiten hat, so ein bisschen. Also, da muss ich echt sagen, das ist auch so das erste Rollenspiel, wo so ein System, also was ich gespielt habe, in dem mal so ein System drin war. Und ich hatte da sehr meinen Spaß dran, letzten Endes doch. So, zieh mal dein Wäffelchen und Beißer töten. Ja, Beißer sind nicht sonderlich stark wie man. Sind. Na. Die haben weniger drauf als ein Lurker. Aber da hinten haben wir schon andere Schreckgestalten gesehen. Humanoide Monstren. 3 Meter groß. Oder zumindest 2,50. Ah, es war so schön, als Matt brannte. Ein Orkjäger. Hier, friss mein Feuer. Oh oh, hat der andere auch was bemerkt? So, vorsichtig, vorsichtig, komm. Genau, heb deine Waffe. Und jetzt wird es zusammengekugelt. Und da ist der zweite. Wie wir sehen, selbst mit der Magierrobe nehmen wir nicht allzu viel Schaden und werden über die Orkspeer ganz gut her. Weil wir halt durch Amulette und Ringe so viel Waffenverteidigung haben. 75 war es, glaube ich, oder? Ne, 70. 70. Auf jeden Fall kann man damit, wie man sieht, ganz gut hier arbeiten. Und wir müssten hier eigentlich ganz gut ohne Probleme durchkommen. Denke ich. Aus meinen Erinnerungen und meiner Erfahrung raus müsste es zumindest so sein, dass wir hier ganz gut durchkommen. Ich
bin selber gespannt. So, ein Orkspeer ist hier noch vor der Höhle. Und da sehen wir schon die ersten Toten, die einfach von den Orks überfallen und überrumpelt wurden. Wir können jetzt ins Inventar gehen. Wir sehen hier schon so ein Richterschwert oder Richtschwert oder irgendwie sowas. So, die Höhle ist zu. Oh, eine Winde. Zu Höhle, Winde. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir gehen mal zur Winde. Man kann die Winde auch übersehen und sich eine Stunde fragen, was man machen soll und ins Sumpflager zurückgehen und da umherirren. Man kann die Winde aber auch einfach benutzen. Ich habe da so ganz dunkle Erinnerungen zumindest dran, die Winde nicht benutzt zu haben. So, wir haben noch Lichtzauber, oder? Firefall, Licht. Ja, den brauchen wir gleich. So, hoffentlich stürzt es beim Laden nicht ab. Bitte, 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 bitte. Es lädt, und es lädt. Wir haben kein Blinken in dieser Höhle? Doch, ein bisschen. Gut. Das muss jetzt mal gehen, so. Zumindest noch 10 Minuten. Wenn ich das dann hier beende. Ach, da ist ja schon der erste Orksperr. Hallo, hier sind wir. Hier sind wir. Genau, komm mal her. Du brauchst nicht schreien. Willst du deine Waffe nicht ziehen? Mir ist das egal. Wir hätten gern versuchen können, mit ihm zu reden, aber es bringt nichts, weil dann zieht er die Waffe und versucht uns umzubringen. So, hast du was im Inventar? Nein. Das hier ist jetzt der große Vorraum. Der ist voller Alkoven. Die Alkoven sind auch mit teilweise Schaltern versehen, die andere Alkoven öffnen. Ich würde gern erstmal alle Orks wegmachen, wenn ich ehrlich bin. Weil, wir können... Wir sehen hier so mumifizierte Orks drin. Und die sind ein bisschen wie Truhen. Hier drüben. Oh. Guck mal, Feuer. Ah, da hat er uns gesehen. Da haben wir einen schönen Block hingelegt. Und noch. Wenn es trotzdem nicht so schlecht wäre, wäre er stolz auf mich. Ja, da ist noch jemand um die Ecke. So, ja, müsste hier doch bestimmt noch sein, oder wie ist das? Da unten sind auf jeden Fall welche. Nee, hier scheint dann alles frei zu sein, würde ich sagen. Dann schauen wir uns hier noch mal um. Aber bis jetzt geht es mit dem Blinken recht gut. Hier auch nicht. Das Problem ist halt irgendwie... Wir können mal Licht anmachen, genau. Das ist Heilung. Wir haben zu den Toren Klingel. Jetzt sagen, so cool ist er dann auch wieder nicht, aber das stimmt nicht. Das ist er. So, ich würde da gerne hinein. Man sieht schon, man kann die Mumien anwählen. Bitte, lasst mich hinein. Und wir können Mumien in den Fokus nehmen und uns vor sie knien und nochmal nach vorne drücken wie bei einer Truhe und dann im Prinzip sind es Kisten. Kisten in Mumienform. Oh, eine, die ist leer. Schade. Und später im Spiel gibt es tatsächlich Mumien, die sind voll. Ganz, ganz tollen Sachen. Hier sehen wir schon Schalter an der Seite dieser Vertiefung. Den werden wir dann gleich auch drücken. So, hier ist nochmal Mana-Trank. Ja, wir müssen das natürlich alles abklappern und alles mitnehmen, weil das ist alles unsers. Das wartet ja nur darauf, von uns eingesammelt zu werden. Das war, glaube ich, eine Heilungsspruchrolle. Ich habe leider zu schnell gedrückt, um es zu sehen. So, wir müssen den Schalter drücken. Das heißt, wir wollen den Schalter drücken. Und da hören wir schon, wie die Mechanik zu arbeiten beginnt. Wahrscheinlich... Es hat sich angehört, als ob es da hinten aus der Ecke kam, aber das kann überall gewesen sein. Hier unten war ja zum Beispiel noch dicht, glaube ich eben. Ja, hier ist jetzt schon mal offen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob man alle Alkoven öffnen konnte. Das war, glaube ich, ein Feuerregen. War es das?
Hier, das hier war das doch. Ein Feuersturm. Sehr, sehr mächtiger Zauber. Amulett der Kraft, Stärke, Bonus plus 10. Das ist auch schön, das können wir verkaufen. Ah, warte mal, da war noch ein Kruschbarock drin. Ah, schön. Ja, Orkwaffen haben hier coole Namen. Wie Kruschbarock oder Kruschupasch oder irgendwie sowas. Später ist das leider auch nicht mehr so. Da heißt das Orkschwert oder Orkspeerschwert oder... Also in Gothic 2. Schade, schade. Ich mag sowas immer nämlich ganz gerne. Aber was nicht ist, das ist nun mal nicht. So, ich glaube, da ganz oben kommen wir nicht hin. Außer wir schummeln. So, was gibt's hier? Nichts. Nächste Mumie. Auch nichts. Es geht aber nicht. Ich muss jetzt den Sonderpreis dafür haben. Ah, ein Feuerpfeil. So, ja, wie gesagt, da ganz nach oben wüsste ich jetzt nicht ohne mich hochzuschieten irgendwie. Oder da ist auch noch ein Schalter am äußeren Teil. Ah, da hinten geht was auf. Gut, 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 gut. So gefällt mir das doch. Ich muss auch sagen, später wird es auch noch... da komme ich später zu, wirklich, wenn es dann später ist. Also, sowas hier, wo man hier so... einfach so ein bisschen umherrätselt auf jeden Fall, um was zu öffnen, Schalter suchen muss und so. Das ist ganz gut, das passt auch super hier rein und das ist auch so dann das, was ich ein bisschen schade finde, dass es nicht öfter gemacht wurde, weil sowas hier mit Schaltern und so ein kleines Verlies, Labyrinth erkunden, das gibt später leider gar nicht mehr, das Feld. Spätestens mit Gothic 3 komplett weg. Oh, da hören wir hinten schon jemanden stöhnen. Da wird gewiss jemand mit Waffengewalt, also versucht jemand mit Waffengewalt dazu zu bewegen, zu etwas, das er nicht unbedingt tun möchte. So. Wir sind hier dann gleich auch hoffentlich fertig. Haben wir genug Alkoven und Wände gesehen? So, an die Mumie. Es wird schlimmer. Hauptsache ist, wir finden da kein Tentakelmonster. So, ein Heiltrank, der 70 Kraftpunkte heilt. So, ein Nachtschatten. Der kann ja natürlich nicht verweilen. Ich habe gesagt, der kann ja nicht verweilen. Ich glaube, es waren zwei Nachtschatten. Oha. Ja, da geht die Party ab. Man hörte schon ganz deutlich, das Sklavenbrot hätte ich gern auch noch, wenn ich schon hier bin. Dann haben wir den Ork Ukuchak. Es ist toll. Es ist so toll, es ist so schön. Ich freue mich schon auf dieses Verlies hier. Oder auf den Orkfriedhof. Da ist noch eine Kammer zu. Da hoffe ich, dass wir hier noch einen Schalter finden. Mein Licht ist ausgegangen. 5, 6, 6 ist Licht. Da ist der Schalter schon. Ich habe mich schon vorher gesehen. Das ist gut. Dann drücken wir ihn schon mal vorsorglich. Dann gehen wir hier an die Mumie. Oh, oh, oh. Die hat was ganz Besonderes. Die hat noch einen Ring der Erzhaut. Plus 10 Schutz vor Waffen. Den werden wir gleich mal direkt anlegen. Und hier haben wir noch einen Flammenschutzring. Naja, die Orks, die schreien schon nach uns, weil die Bekanntschaft mit uns schließen möchten. So, damit werden wir jetzt auf 75 Punkte Schutz gegen Waffen. Da kann man schon echt gut mitarbeiten. Hier ist noch eine dicht. Das geht aber nicht. Ah, hier ist auch der nächste Schalter. Gut. Dann werden wir, denke ich, gleich alle offen haben.
Das ist gut, dass ein Schalter immer zum nächsten führt. Hier haben wir noch einen Link der Lebenskraft. Lebensenergie Bonus plus 10. Ja, ist jetzt nicht so gut. So, drücken wir mal. Zack, ja, wir hören auch schon, dass das Gitter hier in der Nähe aufgeht. Hier haben wir noch ein Krischbarock und 3 Heiltränke. Die Mumie muss auch noch. Und hier haben wir noch einen Stärkebonusring, der uns einen Stärkebonus plus 10 bringt. Könnten, ja, behalten wir. Falls wir mal eine Waffe tragen wollten, die ja, Mana Bonus plus 10 Amulett, die mal vielleicht mehr Stärke benötigt, als wir momentan haben. Und hier haben wir noch Amulett der Läuterung. Feuer- und Magieresistenzen werden dadurch erhöht. Auch sehr schön. Feuerresistenzen werden noch einmal ein großes Thema. Aber davon ab ist es nicht so wichtig. Blink, 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 blink. So, zum abschließenden Abschluss. Hallo, Orks. 3 Stück sind zu viel. Ja, 2 sind okay, glaube ich. Ja, wie sie auch ganz, ganz vorsichtig auf uns zugegangen sind und wir einfach der Aggressor sind, der den Angriff eröffnet, weil wir diesen Monster tot sehen wollen, aus welchem Grund auch immer. Sie haben uns ja eigentlich bis jetzt noch nichts getan. Und steht hier noch einer um die Ecke? Ich hoffe nicht. Ha, wir haben ihn verwirrt und umgeilt und nicht damit gerechnet. Batz, 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 tot. So, hier ist noch ein Templer. Kriegsschwert ist, glaube ich, nicht so gut wie das, was wir haben. Wir machen jetzt 40 Schaden, oder? Ah, hier sind die ganzen Krischwaroks. Zweihandwaffe macht 45 Schaden. Genau, wir machen 42 Schaden mit unserem Fuß. Die Krischwaroks sind aber cool. Boah. Wir können mit zwei Händen leider nicht richtig umgehen. Aber trotzdem, wenn wir damit umgehen könnten, wären sie cool. Aber sie sind auch so ziemlich... Das Design ist ziemlich toll, weil es halt irgend so ein grob schlächtiges, zusammengeprügeltes Stahlding ist. Und das passt gut zu Orks. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns ohne Rumgeblinke nächstes Mal an dieser Stelle hier. Bis dahin, auf Wiedersehen.